In den Ahlhorner Fischteichen hat das jährliche Abfischen begonnen. Am Mittwoch verfolgten Bürger aus dem Landkreis Oldenburg das Prozedere am Hubertusteich. Aus dem 4,5 Hektar großen Teich wurden 2 Tonnen Schuppenkarpfen herausgeholt. Sie gehen an den Fischerverein Wilhelmshaven, der die Karpfen in seinen Teichen wieder aussetzt. Im nächsten Frühjahr werden dort wieder 500 Gramm schwere Karpfen ausgesetzt. Die Teichwirtschaft Ahlhorn ist die einzige in Niedersachsen, die sich in öffentlicher Hand befindet. Im Mittelpunkt steht die naturnahe, ökologisch ausgerichtete Aufzucht von Besatz- und Speisefischen.